gehabt, ja. Und ja, ich gehe Multimedia in der Musikschule Retz. Und dort lernen wir, wie wir zum Beispiel ein Video richtig schneiden oder ein Video richtig aufnehmen mit dem Ton, dass das alles passt und so. Und dann haben wir dieses Jahr einen Song aufgenommen und selber produziert. Und ich finde es cool, dass halt jeder sein Können einbringt und wir jeder seine Ideen halt einbringen kann. Und ja, ich finde es ein guter Song, wir beiden starten. Also ich bin die Annika. Und ich spiele Klavier und Gitarre. Und seit 2 Jahren bin ich auch bei Multimedia. Und es ist ziemlich cool, weil es so die Abwechslung zum klassischen Bereich ist, wo ich eigentlich herkomme. Und vor allem die Leute sind noch sehr cool, wenn ich das mache. Es macht sehr viel Spaß. Also ich bin die Eva, ich bin 18 Jahre alt. Und ich bin eigentlich erst richtig seit heuer, also seit letztem Jahr, bei Multimedia dabei und ich finde es eigentlich auch urcool, weil man halt einfach selbstständig an einem Projekt arbeiten kann und man das halt alles irgendwie selber machen muss. Man muss sich das selber organisieren, man muss selber Texte schreiben, man muss sich aussuchen, wer das Video macht, wer macht das Audio, wer macht das Video und... Lightning strikes a rise. The chaos in my heart. Hi, ich bin die Kathi. Ich bin auch 18 und ich gehe seit 2 Jahren Multimedia. Und ich gehe Gesang, also ich habe Gesangsunterricht bei der Musikschule. Blood running through my veins in a hurricane rain. Und ja, ich bin fürs Singen zuständig und für die Lyrics, Melodie machen. Gefällt's dir? Mir gefällt's, ja. Mir gefällt's sehr. Also ich habe immer sehr, sehr viel Spaß und ich hätte gern mehr Multimedia-Stunden. Also, wie haben wir den Song produziert? Nein. Wie sind wir vorgegangen beim Machen des Songs? Also es haben sich, ein Team hat sich eher mehr an den Text spezialisiert und die anderen mehr an die Instrumente. Das heißt, die einen haben mal so Akkorde gesucht und irgendwelche Melodien und die anderen haben eher mehr die Handlung vom Song ausgetüftelt. Und ja, so ist der Song dann entstanden. Ja. Ja, also ich bin Sebastian, ich bin 16 Jahre alt und ich habe mich für Multimedia angemeldet, weil ich seitdem ich 12 Jahre alt bin, halt für Musikproduktion und so interessiere. Und da habe ich mir halt gedacht, vielleicht lerne ich da viel mehr drüber, weil ich eigentlich noch sehr wenig darüber weiß. Und ja, also ich habe versucht, irgendwie etwas Moderneres in die Nummer einzubringen, indem ich vielleicht halt modernere Schlagzeug-Samples verwende. Und habe halt irgendwie versucht, irgendwie auch mehr Fülle in das Lied zu bringen, mit zum Beispiel Synths und Pads. Ich bin 17 Jahre, bin auch schon seit 2 Jahren bei Multimedia und ich finde das auch sehr cool. Du hast ja eigentlich auch viel mit dem geholfen, oder? Bassstimme. Bassstimme. Mhm.